Ja. Ich höre, da gibt es schon begeisterte Zurufe. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob am Richtsberg in Marburg, in der Henry-Dunant-Siedlung, wie der Frankfurter sagt, oder in Wiesbaden, in den vergangenen Monaten protestierten Mieterinnen und Mieter des Wohnungsunternehmens GWH Wohnungsgesellschaft in verschiedenen hessischen Städten gegen Mieterhöhungen und die unsoziale Umlage von Modernisierungskosten auf die Miete. In Marburg versuchte die GWH, eine Änderung der Energieversorgung durchzusetzen, deren Kosten direkt auf die Miete umgelegt worden wäre. Und anders als von der Geschäftsführung behauptet, konnte auch nicht von einer energetischen Modernisierung die Rede sein, weil die Maßnahmen nicht mit einer Wärmedämmung einhergegangen wären. Die GWH wollte die Kaltmiete um 36 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche erhöhen. Das wären umgerechnet für eine 80 Quadratmeter Wohnung immerhin 345 € im Jahr, bei einer Wohnung mit 50 Quadratmetern Fläche noch immer 260 € im Jahr. Besonders bitter, kurz vorher hatte es schon eine deutliche Mieterhöhung gegeben, und in den Wohnungen der GWH leben Mieterinnen und Mieter, die sich einen solchen Aufschlag nicht einfach hätten leisten können. Umso mehr freuen wir uns, dass es den Mieterinnen und Mietern mit breiter Unterstützung der Stadtgesellschaft gelungen ist, diese unsozialen Maßnahmen zu verhindern. Das zeigt, es lohnt sich, wenn Mieterinnen und Mieter für ihre Interessen kämpfen. Protest wirkt. In der Zwischenzeit hat sich ein Mieterbeirat gegründet. Er hat damit begonnen, die Interessen der GWH-Mieter am Richtsberg zu vertreten. Er hat einen offenen Brief an den Finanzminister Schäfer verfasst, der leider nicht da ist. Wir wünschen jedenfalls diesem Beirat sehr viel Erfolg für seine Arbeit. In der Henry-Dunant-Siedlung in Frankfurt-Sossenheim kündigte die GWH Mieterhöhung von 80 € im Monat an. Eine Mieterin, die von einer Mieterhöhung von 73 € betroffen ist, die hatte sogar ihr Badezimmer vorher teilweise selbst gefliest. Ein anderer Mieter wurde in einer Zeitung zitiert, ich soll monatlich 40 € mehr zahlen. Dabei wurde in unserem Wohnblock in den letzten 40 Jahren nichts gemacht. Das Licht im Keller funktioniert nicht, keine Dämmung, nichts gestrichen, nur Toilette, Wanne und Spülbecken wurden einmal ausgetauscht. Meine Damen und Herren, ob in Marburg oder Frankfurt, sieht so eine soziale Wohnraumversorgung aus? Ich finde, nein. Mieterhöhungen, Mängel im Wohnungsbestand, unsoziale Modernisierungsvorhaben, das alles ist das Gegenteil einer sozialen Wohnraumversorgung. Und deshalb muss sich an der Geschäftspolitik der GWH dringend etwas ändern. Dabei stehen wir an der Seite von Mieterinnen und Mietern, Recht auf Stadtbewegung, Bündnissen wie Mietenwahnsinn Hessen und anderen, die sich gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung wehren. Und für uns ist es in dieser Debatte wichtig, auf eines hinzuweisen. Für die GWH trägt auch das Land Hessen Verantwortung. Die GWH ist eine Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank, der Helaba, an der wiederum das Land Hessen beteiligt ist. Finanzminister Dr. Thomas Schäfer ist als Vertreter des Landes Mitglied im Verwaltungsrat der Helaba, und als Anteilseignerin an der Helaba ist das Land gefordert, auf die Geschäftspraxis der GWH im Sinne der Mieterinnen und Mieter einzuwirken. Und dass dies im Grundsatz möglich ist, das ist auch keine linke Erfindung, sondern davon schien ja auch Schwarz-Grün selber auszugehen. Vor über einem Jahr, im September 2018, hatte die damals noch für Wohnungsbau zuständige Ministerin Hinz an die Verantwortlichen der GWH einen offenen Brief geschrieben und empfohlen, sie sollten doch die Mieten für ihre Wohnungen stabil halten. Auf meine Nachfrage dann im Sommer an den Nachfolger, Wirtschaftsminister Al-Wazir, was denn aus diesem offenen Brief und der Forderung geworden sind, sagte Herr Al-Wazir, ja, es gäbe Gespräche mit der GWH. Seitdem aber haben wir von der Landesregierung nichts mehr zu dem Thema gehört. Dafür konnten wir vor wenigen Wochen in der Frankfurter Rundschau lesen, dass der GWH-Geschäftsführer Bürger der Forderung nach einem Mietendeckel eine Absage erteilt hat. Da frage ich die Landesregierung doch, war das alles? Briefe schreiben und sich mit Antworten via Presse abspeisen zu lassen? Ich jedenfalls finde, das reicht nicht. Finanzminister Schäfer, Staatsminister Al-Wazir, machen Sie Druck, machen Sie Ihren Einfluss geltend. Der Finanzminister sitzt im Verwaltungsrat der Helaba. Machen Sie dort Druck im Sinne der Mieterinnen und Mieter.
Herr Schalauske, Sie müssen zum Schluss kommen. Das größte Problem ist, dass sich die GWH einer renditeorientierten Geschäftspolitik verschrieben hat, so wie es auf ihrer Homepage zu lesen ist. Es scheint, dass Profite auf Kosten der Mieterinnen und Mieter erwirtschaftet werden. Damit muss Schluss sein. Die Geschäftspraxis der GWH, die muss sich grundlegend ändern.